Gut. Tilo Steffens hier nach einem 3:0-Erfolg. Wie war heute für dich das Spiel? Ja, also wir wussten, dass es nicht einfach wird. Eibisee ist eine andere Mannschaft als in der Hinserie. Hat man auch an den Ergebnissen gesehen. Und ich glaube, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Sind, glaube ich, gut reingekommen. Die ersten 20 Minuten haben wir eigentlich das Spiel dominiert, haben auch viele Chancen kreiert. Aber immer so das letzte Quäntchen hat gefehlt und gehen dann glücklicherweise noch mit dem 1:0 in die Halbzeit durch den Freistoß. Und in der zweiten Halbzeit machen wir auch zur richtigen Zeit die Tore und da glaube ich schon, dass die drei Punkte auch verdient sind. Definitiv. Ansonsten, warum habt ihr euch eigentlich so schwer getan da vorne? Es war ja oftmals denn doch eine gewisse Unkonzentriertheit dabei. Ja, das würde ich gar nicht mal behaupten. Wir waren alle scharf und wir wussten, was auf uns zukommt. Aber ja, der Platz war heute auch wieder nicht einfach zu bespielen, dass uns da mal wieder der ein oder andere Ball verspringt, ist klar. Und ist im Endeffekt scheißegal, aber wir wollen die drei Punkte und das haben wir heute geholt. Okay, danke.